Genial daneben heute mit Teller von Sinnen. Cindy aus Kaufmann. Anke Engelke. Michael Kessler. Und Bernhard Hoecker. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Wir sind's. Das Team von Genial daneben heißt Sie herzlich willkommen zu einer wunderschönen Sendung. Freue mich, dass Sie alle gekommen seid. Cindy, Anke, Michael. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Auch wir sind froh, dass wir gekommen sind. Ja, ja, ja. Schönes Hemd übrigens. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal was in so einem kräftigen Frühlings. Farbe. Heißt das, glaube ich. Farbe. Hat ein bisschen was vom Osterei, finde ich, oder? Mhm. Hat er auch selber angemalt, glaube ich. Ostern ist ja doch. Das Hemd auch, also das Ganze. Ja, deswegen. Nein, ich finde das schön, weil das passt. Das Hemd ist auch. Das passt ihm heute auch. Ja, das ist super. Ich habe damit eine Woche auf der Wiese gelegen und keiner hat mich gefunden. Ist auch gut, ja. Ich habe mir mal Verstärkung mitgebracht heute, Herr Balder. Ich sehe schon. Ich habe den kleinen Remi. Remi, natürlich. Der kann bestimmt was. Ja, der kann bestimmt was. Was kann der denn? Der kann rülpsen. Der kann machen. Lachen. Und rau. Das ist sehr lustig, Herr Balder. Ist das nicht lustig? Und wie putzig es auch ausschaut, hat mir der Dicky zum Geburtstag geschenkt. Schön. Mhm. Ja. Nee, ich bin ganz begeistert, merken Sie auch an mir, ne? So. Sieht richtig. Ein bisschen aus wie Cindys Ex-Mann, höre ich gerade. Ja, hat auch immer so gerülpst. Okay. So, jetzt geht los, ihr Lieben. Oh ja, komm. Erste Frage kommt von Markus Ederl. Kann man das abstellen? Ich weiß jetzt schon, dass dieses Vieh mir jetzt schon auf den Sack geht. Der Remi hat auch Gefühle, Herr Ball. Jetzt sind Sie mal nicht so streng. Das Problem ist, der kann nicht richtig sitzen. Ich muss den stabilisieren. Ich werde mir meinen alten Königsstein hier hinlegen. Es handelt sich dabei um ein Stofftier, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich glaube, Sie glauben, Stofftiere haben keine Gefühle? Nein, Stofftiere haben ein elektronisches Gerät von einer Batterie gesteuert, ungefähr wahrscheinlich 2,5 Volt, damit das Ding überhaupt Geräusche macht. Und Sie wollen mir jetzt sagen, es gibt auch keinen Weihnachtsmann und kein Osterhaus? Das schon. Ah, dann ist ja gut. Ich weiß nicht, was heute hier los ist, aber irgendwie eine andere Sendung. Ist egal, ich versuch's nochmal. Markus Ederl wohnt in Neudörfel. Das gibt's übrigens auch nicht, meine Damen und Herren. Doch, der Mann heißt Ederl und wohnt in Neudörfel. Und er hat ein Fragerl. Ja. Und Neudörfel liegt in Österreichl. So, Markus Ederl möchte wissen, was versteht man unter einem Popcorn-Match? Popcorn-Match. Das könnte beim Tennis sein, wenn die immer nur Asse machen, weil das Popcorn an sich zeichnet ja aus, dass das kleine Mais, nicht Kölbchen, wie heißt es? Wie heißt Korn. Kölbchen. Korn. Das kleine Maiskörnchen ploppt ja in der Pfanne hoch, wenn man es in der Pfanne macht, ploppt ja hoch, damit es zu Popcorn wird. Ja. Und vielleicht ist das bei einem Tennismatch, ein Popcornmatch, dass die immer nur Fatzaka Asse schlagen, wo der andere Partner immer nie dran kommt und weil der Ball immer im Feld so auf ploppt eben und dann wegspringt. Was war denn das Fitzeka? Fatzeka. Das habe ich auch noch nie gehört. Fatzeka, was ist das denn? Fatzeka. Hast du gerade gemacht? Fitzeka haben Sie gesagt. Fitzeka. Ja, klar, Fitzeka kenne ich. Das ist ein Geräusch. Fitzeka. Das ist ein Geräusch. Ich glaube, dass das eher im Kino passiert. Man kennt das doch, wenn die Kinder diese riesigen Boxen von Popcorn bekommen. Und da gibt es ja oft Ärger im Kino auch. Ne? Da wird wieder von hinten gegen die Rückenlehne getreten. Ne? Oder man hat die Schuhe da am Kopf und so weiter. Und dann beginnt dieses Popcorn-Match. Wenn die Leute nach vorne schmeißen, die anderen schmeißen nach hinten Popcorn und das Kino sieht am Ende wieder aus wie Sau. Ja, ne? Noch jemand eine Idee? Ja, das könnte zum Beispiel eine Maschine sein, die beim Tennisunterricht hilft. Wenn gerade kein Tennispartner da ist, dann spielt man gegen eine Tennismaschine. Ich kenne den Fachbegriff nicht, aber... Tennismaschine. Ja, eine Tennismaschine. Und das kann man einstellen, auf langweiliges Match. Ja. Da kommt der Ball immer gleich. Hurra, hurra. Den trifft man immer. Man kann es aber auch auf Popcorn-Match einstellen. Dann das hurra, hurra, Fitziger. In zwei verschiedene Richtungen. Ja, 500 € für mich. Natürlich nicht. Und warum heißt das dann Popcorn-Match? Das frage ich mich auch. Weil das der Popcornmaschine ähnelt. Dass weil da der Spieler in der Pfanne verrückt wird. Ich glaube, also beim Popcorn platzt jetzt kommt ja, was Seriöses. Ja, genau. Ja, okay. Nein, ich überlege halt genau, was passiert mit dem Popcorn. Ja. Ja. Und da platzt ja die Haut auf. Und die Innereien bilden beim Popcorn Korn.
also beim Maiskorn. Beim Maiskorn, was zum Popcorn wird, platzt ja die äußere harte Schale auf und das weiche Innere verschäumt in Verbindung mit Luft. Vielleicht handelt es sich um eine spezielle, aufgrund ja der Hitze zu dieser Verschäumung und Ausdehnung kommt. Vielleicht handelt es sich dabei um eine bestimmte Unfallverletzungshäufigkeit beim Fußball, wenn die Wadenbeine entsprechenden... Und dann sagen die Ärzte, scheiße, wir hatten heute wieder ein Popcorn-Match. Ich glaube, dass das nichts mit Popcorn zu tun hat. So, jetzt seid ihr dran. Oh, super, ey. Dann ist es ein... Aber das finde ich nicht schlecht. Vielleicht ist irgendein englischer Profi Popcorn. Und deswegen nennt man heute noch im Baseball, Basketball, wie auch immer, vielleicht irgendein Spiel, was gespaltener Arsch ausgeht, ein Popcorn-Match. Ist ein... Gab es einen Herrn Popcorn? Nein, es gibt eine Frau Popcorn. Es gibt eine Trendforscherin, die heißt irgendwas Popcorn, eine amerikanische. Hat das was mit der zu tun? Hat es was mit der zu tun? Nein. Richtig. Hat es was mit der Popcorn zu tun? Es ist ein Popcorn-Match, ist ein langweiliges Match, wo die Leute Zeit haben, weil sie nicht Angst haben, etwas zu verpassen, das Stadion zu verlassen, um ein Popcorn zu kaufen und wieder reinzugehen. Das ist gut. Bei welcher Sportart? Ja, beim Basketball. Beim Basketball, beim Baseball, beim American Football, beim Eishockey. Beim Tischtennis, Hockey, beim Paragliding, beim Tiefseetauchen, beim Fallschirmspringen. Volleyball. Moment, Moment, Moment. Wann findet denn so ein Popcorn-Match statt normalerweise? Naja, Nachmittags. Im Sommer. Nein, nein, ich will jetzt nicht... Uhrzeit? Nein, Uhrzeit auch nicht. Am Anfang der Saison? Nein, ist auch nicht. Finale? Finale. Nein. Oh! Was ist denn vor so einem Popcorn-Match? Eine Vorgruppe, ein Vorspiel. Cheerleader. Ah, vielleicht spielen dann irgendwie die örtlichen Vereinsmannschaften so aus Spaß gegeneinander. So die F-Jugend von Bayern München gegen die F-Jugend von Schalke. Die Rentner, die Altherrenmannschaft spielt. Herr Bayer, wenn Sie jetzt gleich sagen, es hat gar nichts damit zu tun, dann kriegen Sie richtig Probleme. Aber auch mit mir. Mit uns allen. Mit mir auch. Ich möchte gerne wissen, auf seine Knie. Ich möchte zwei Sachen von euch wissen. Erstens, was ist denn vor einem Popcorn-Match? Und zweitens, bei welcher Sportart sind wir? Ah, vor dem Popcorn-Match ist das Mais-Match. Also, Herr Bayer, Amerikanische Sportart sein. Kicker? Amerikanische Sportart. So. American Football. Tischfußball, Kicker, wobei das Wort, Kicker. Wobei das Wort Sportart sehr unter... Ah, okay. Sind das diese Geschichten, wo die Autos plattwalzen? Oder Wrestling? Wrestling. Ah, Wrestling. Und ein Popcorn. Also das war ja soweit richtig, was ein Popcorn-Match ist. Es ist so langweilig, dass man auch mal rausgehen kann. Dass man Nein, so ist es nicht. Die nicht aufstehen und Nein, so ist es. Ja, aber so ist es trotzdem nicht. Das muss ich schon richtig wissen. Es sind keine Stars. Die werden Frauen geschmissen. Ja, ja. Es ist nicht das, was im Fernsehen übertragen wird. Ja, wie war das jetzt? Es sind keine Stars, es sind Laien. Es sind nicht die großen Stars, die da gegeneinander antreten, die so Namen haben und Kostümchen, sondern es sind eher noch Unbekannte, die sich einen Namen machen. Also lass es jetzt mal so gelten. Was? Lass es mal so gelten. Was? Ich muss es so gelten lassen. Also, ich muss es so gelten lassen, weil es im Prinzip beantwortet ist. Mir hat nur ein Wort gefehlt, nämlich Pause. Vorher ist eine Pause, eine 20-minütige Pause. Da gehen die Leute raus, holen sich Popcorn, Eis. Und das Match, das nach der Pause kommt, wird als Popcorn-Match bezeichnet, weil es uninteressant ist, weil da die meisten Leute noch im Reinkommen sind. Okay. Das ist aber ein Popcorn-Match. Aber da kann doch noch keine Pause sein, weil da noch keiner vorher was gemacht hat. Die kommen da erst rein. Und dann ist schon Pause? Warum? Da hat doch noch keiner was gemacht. Was denkt der? Was denkt der? Ich will verstehen. Ja, ich verstehe nicht. Da ist schon Pause. Ich mach doch nicht Pause, bevor ich angefangen. So, jetzt möchte ich das Cindy, pass mal auf. So ein Wrestling-Abend fängt um 20 Uhr an. Ich habe es selber gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Über Cindys Outfit sprechen, weil diese Farbe ist ja wohl so schön. Brombeer. Dieses gedeckte Brombeer. Und sie wollte sich eigentlich, erzähl du's. Ich habe mir auch einen weiß gekauft, aber da sehe ich aus wie Knut. So, also, ich muss leider sagen, Markus Ederl, ich muss es so gelten lassen. Im Prinzip haben sie es richtig beantwortet. Es gibt leider kein Geld, meine Damen und Herren. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich.
So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir haben heute Gäste aus Dresden. Wo seid ihr? Wo war der? Dresden, sehr cool. Bitte nicht vorsagen, ich nehme an, Sie wissen es. Die Frage kommt aus Dresden. Lutz Wolf wohnt in Dresden und möchte Folgendes wissen. Warum stützen sich in Dresden immer wieder Menschen mit den Ellenbogen auf ein Geländer und halten sich die Ohren zu? Ich habe ein Foto, ich kann es euch zeigen. Ich nehme an, Sie wissen das. So sieht das aus. Menschen stützen sich mit dem Ellenbogen auf ein Geländer und halten sich die Ohren zu. Warum? Das ist eine Eisenbahnbrücke und das rumpelt und pummelt und ist saulaut. Da geht die Stadtautobahn durch. Nein, ich durchs Geländer. Du weißt ja, das unterhalb des Geländers. Ich weiß es, ja. Ja. Ich habe in Dresden gespielt und habe da meine neue Single rausgebracht. Es gibt ja eine, der singt immer, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin Döner. Ich habe jetzt in Dresden meine neue Single performt, die heißt, ich habe eine Gurke, mir nick, ich bin Schaschlik. Und deswegen hat sich die Ohren zugehalten. Fand ich eigentlich eine gute Erklärung, oder? Ja, ich würde die gelten lassen. Aber nein, kann es sein, dass da ein Denkmal ist, ein ganz berühmtes und von einem großen, namhaften Künstler aus Dresden, nämlich Von der Frauenkirche. Von der Frauenkirche. Und da ist ein Denkmal und da sitzt jemand und macht so ähnlich dem Rodinschen Denker, der so macht, da sitzt der Dresdner Grübler und Ohrenzuhalter und der sitzt so und alle Touristen möchten gerne ein Foto haben von sich und dem Denkmal. Ich finde die Idee ja, genau, nicht gut. Und zwar ist die sehr gute Idee, weil hinter ihm sind die anderen beiden Affen. Der eine macht so. Ach so. Der andere macht so und die machen so. Das Foto nicht richtig sehen. Ich kann es ja gerne noch mal zeigen. Ist da unter der Brücke, ist da Wasser oder Asphalt? Ist das rechts Wasser? Nein, da ist Asphalt. Sonst hätte ich gesagt, da sind die vielleicht am Wasserschießen. Nein, da ist kein Wasser. Weil alle Glocken läuten da im Hintergrund, in den Türmen. Es ist wahnsinnig vielleicht laut und wenn man sich auf dem Geländer aufstützt, dann geht das durch den ganzen Körper. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und zwar, ich glaube, dass man die Glocken nur hört, wenn man sich die Ohren zuhält. Fragt mich einer, warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht nehmen sie Tabletten, ich kann es nicht sagen. Aber vielleicht ist es so ein Special-Effekt. Dass da irgendwas durch den ganzen Körper geht, ist gar nicht so schlecht. Ich würde das gerne mal... Ja, ich würde das gerne mal... Es ist eine Massagebrücke. Es ist eine Massagebrücke. Deswegen sieht man auch viele Leute auf dem Geländer sitzen. Oh, der war schlecht. Der war ganz schlecht. Ja. Der könnte von mir sein. Weil du auch nur noch Sex auf der Waschmaschine hast, im Schleudergang. Oder? Ich habe das alles nicht verstanden, wovon ihr macht. Es ist frauenaffin. Affin versteht er auch nicht. Ich würde das gerne mal wissenschaftlich. Bitte gerne. Ich bin mal sehr gespannt. Also da die Ohren zugehalten werden. Geht das bei dem Hemd? Ja. Ich sage einfach mal ja und rede weiter. Da die Ohren zugehalten werden, vermute ich, es geht um ein Hörphänomen. Wenn man sich die Ohren zuhält, schaltet man die Akustik aus, die von außen reinkommt. Durch das Auflegen der Ellenbogen auf das Geländer ist allerdings die Schallvibration, die auf das Geländer von irgendwo anders drauf übertragen wird, über die Knochen an das Innenohr möglich und man kann, da man nicht abgelenkt wird durch Geräusche, die von außen kommen, wenn man sich die Ohren zugehalten hat, noch besser hören, was das Geländer überträgt. Das könnte sowohl ein eingespieltes Musikstück sein, es könnte aber auch eine besonders interessante Vibration sein, die dadurch entstanden ist, dass Wind dieses Geländer zum Schwingen bringt. Das ist, ja. Nee, das ist anders. Ja, das ist richtig. Wenn das jetzt so wäre, was hört man denn da? Musik. Nee, da hört man bestimmt irgendwas anderes, was das Geländer Autos? Überträgt. Genau, von, die Autos, die unten durchfahren. Oder? Fahren da Autos unten durch, Dresdner? Hallo? Wo seid ihr denn? Glocken schwingen. Wenn jemand anders am anderen Ende des Geländers steht und auf das Geländer drauf flüstert, Geländer. Hörst du mich? Wenn jemand über die Brücke läuft. Einen Ton? Einen einzigen Ton? Nein, mehrere. Eine Tonleiter? Ach so, da drunter ist die bei uns. Da ist vielleicht auch die Philharmonie irgendwo in der Nähe, so wie bei uns in Köln. Wenn man sich da auf die Gleise legt, hört man auch jedes Konzert. Ja. Aber nicht lange. Ja, aber nicht lange, bis der ICE kommt. Ehrlich gesagt, da ist ein 12-Ton-Stück von Karl-Heinz Stockhausen drin gespannt. Das war schon sehr schön. Ich möchte jetzt gern nur noch wissen, was man da hört. Ja, was hört man da? Dresden. Zeig doch mal. Weiße Rivers auf Babylon. Mir doch egal, was man da hört. Zeig doch noch mal das Herr Bild. Herr Gemini. Bitte. Also, die Frauenkirche, der Zwinger. So, Zwinger. Was ist denn? Oper, die Oper.
Das Nein. ist ein junger, das ist eine junge Frau. Die sieht aber es ist, ja auch, es ist ja mittags, es ist ja keine Abendveranstaltung. Moment, die stützt aber auf etwas, was das auch funktioniert ein Noten. Bei jeder Tages- und Nachtzeit gehe ich mal von aus. Ein Wasserrauschen? Nein, da ist ja kein Wasser. Autos, Menschen. Man könnte drauf kommen, auch wenn man es nicht weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Bahn, die unten lang fährt? Warum? Was wäre denn das Interessante? Da braucht man dann nur so zu machen, da hört man es ja auch. Nee, warum? Durch das Aufstützen, durch die Vibration, die durch die Arme kommt, hört man das nicht, aber dadurch bewegt sich der Körper. Aber warum soll man denn unbedingt eine Bahn hören? Weil da unten eine lang fährt. Vielleicht, und wenn man die hört, geht man dann in den U-Bahn-Schacht und steigt ein. Liegt unter diesem Geländer, unter dieser Brücke der Dresdner Christstollen. Nein, das sind die die da nicht mehr langfährt und man bildet sich das vielleicht ein. Geisterbahn. Richtig, Geisterbahn. Die Geisterbahn fährt die Geisterbahn. Wurde auch mal gedreht zu DDR. Also hier bei ich mal eine kleine Hilfe, jetzt sind wir wirklich schon so weit. Ja. Hat das mit dem Autobauen zu tun? Dieses Geländer könnte man durchaus abstrakt als Gedenkstätte bezeichnen. So. Man hört tote Menschen. Auferstanden aus Ruinen, hört man da noch die alte Hymne? Hat das mit Lenin, Stalin zu tun? Marx, Engels, oh, naja, Zweiter Weltkrieg, Frauenkirche, Zerstörung. Hört man die Bomben? Oh, nee, bitte nicht die Bomben. Oh, oder na, kann ja sein, dass da irgendwas eingespielt wird. Oder also, richtige Antwort. Man hört Bombenexplosionen und Fliegeralarm. Es erinnert an die Zerstörung Dresdens. Richtige Antwort. Ja. Das Geländer ist kein normales Geländer, sondern ein Geländer mit eingebauten Körperschallwandlern, so nennt man das. Diese Geräte übertragen Geräusche so, dass man nichts hört, wenn man einfach nur daneben steht. Man muss Körperkontakt mit dem Geländer aufnehmen, zum Beispiel mit den Ellenbogen, und sich die Ohren zuhalten. Und dann hört man, wie der sonst nicht hörbare Schall über die Knochen von Armen und Händen bis zum Ohr geleitet wird. Und man hört Fliegeralarm, Alarm und Bombenexplosionen in Erinnerung an den 13. Februar 1945 als Bremen. Entschuldigung, warum hört man das? Durch die Vibration. Ja, aber hat jemand in dem Gelände ein Tonband? Ja, oder? Das wird eingespielt. Das wird eingespielt. Ja, und das Ganze nennt man Körperschallwandler. Aber das ist ja unglaublich. Ich meine, das war ja für die Menschen so traumatisch. Warum will man das als nochmal akustisch hochholen? Als Gedenkstätte von Costa Cordalis ist es ist so. Das ist gewesen, so. Oder? Was, ja. Was hört man denn in Köln? Was hört man da? Gibt es sowas auch? The Dom. Da schreit einer einen Alarm. Und der Höhner hörst du. Nee, Köln hörst du immer nur Finger im Po, Mexiko. Ja. Lutz, es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Ich muss das so gelten lassen. Nicht? Das war sehr gut. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ja immer unsere Adresse, wenn Sie Fragen haben. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Sie noch ganz viele Fragen zu Hause haben. Wir haben eine Frage bekommen, das ist jetzt kein Witz, meine Damen und Herren, das stimmt wirklich, dieser Brief ist angekommen, und zwar von André M. Ich weiß, wie er mit Nachnamen heißt, ich weiß auch, wo er wohnt, aber ich möchte es hier nicht kundtun. Ich nenne ihn einfach André M. André M. hat geschrieben, wirklich, kein Witz, guten Tag, Herr Balder. Wissen Sie zufällig, wo meine Frau ist und wie ich sie erreichen kann? Bitte helfen Sie mir. Hochachtungsvoll, André M. Was soll ich dazu sagen? Also, André, ich hoffe ja, dass sie inzwischen wieder aufgetaucht ist. Und falls nicht, dann ist es auch nicht wert. Oh. Vielleicht ist der Mann es ja nicht wert. Oder wird so. Ja wohl einen Grund gehabt haben, warum es abgehauen ist, Herr Mann. Ich bitte Sie herzlich. Aber da kann man ja zumindest noch mal Tschüss sagen und die Küche aufräumen, oder? Boah! Das tut weh, das tut weh. Das finde ich auch total gemein. Tschüss sagen ist echt assi. Aber also, lieber André M., schreiben Sie bitte Herrn Balder auch dann wieder, wenn dieses Ehedrama ein Happy End bekommen hat. Wir würden uns alle sehr freuen. Genau, oder wenn dieses Happy End zu einem neuen Drama geworden ist. Zum Beispiel. Nur alle Möglichkeiten oder wenn aufhalten. Die Geschichte so spannend war, dass wir wirklich erraten sollen, wo sie war. Genau. Ja. André, schreiben Sie einfach jeden Tag, was Sie wollen. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch ein paar Fragen haben, die ein bisschen anders sind, die wir vielleicht auch also hier, die Damen und Herren, rauskriegen können. So. Genial daneben 50 616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1120 oder eine E-Mail. Fragen@genialdaneben.de. Jetzt kommen wir mal zu Gerhard Stankewitz. Der erschrickt sich gerade.
Ja. Warum erschrickt sich Gerhard Stankiewicz? Weil er hier im Studio ist. Wo ist er denn? Ach so, ich dachte, es wäre die Frau von Andreas. Herr Stankiewicz. So. Gut, freue mich sehr, dass Sie da sind. Jetzt können Sie wieder Platz nehmen. Herr Stankiewicz, jetzt kommt Ihre Frage. Es geht um 500 Euro. Ich drücke einen Daumen. Herr Stankiewicz aus Duisburg möchte wissen, was ist eine Stadt-Land-Schaltung? Eine Stadt-Land-Schaltung? Eine Stadt-Land-Schaltung. Oh. Ja, das ist ja nur ganz klar. Ja. Sind die Autofahrer, die mit 25 km/h vor meinem Fahrrad auf der A9 fahren? Und wenn sie von der Stadt aufs Land fahren, denn so umschalten das Auto? Stadt-Land-Schaltung. Hat das was mit dem Auto, was mit Telefon zu tun? Es hat vielleicht auch etwas mit Elektrizität zu tun. Ha? Oder mit Hallo, aufpassen. Das ist die, das ist, nein. Das, ich glaube, das ist die Fassung, die die Elektriker spielen, wenn sie nicht Stadt-Land-Fluss spielen, sondern Stadt-Land-Schaltung. Wie geht denn das Spiel? Ach, die machen dann, die machen so, die Rubriken sind Watt und Spannung. Was ihr wollt. Ja, das ist ganz toll. Die, die Stadt-Land-Schaltung kann nicht sein. Ich spreche jetzt von Dingen, wo ich nicht so mehr Ahnung habe. Fitnessgeräte. da sind ja manchmal, ich kann mich daran erinnern, in der ersten Klasse habe ich mal drauf gestanden, so kannst du das so einstellen und dann kannst du auf den Berg hochlaufen und kannst so runterlaufen, dass es da vielleicht von Stadt in die Landschaltung übergeht. Immer ja sagen, wenn die Prinzessin redet. Das ist einfach. Hat das vielleicht damit was zu tun? Ich glaube, wie wär's denn? Was wäre das dann für ein Gerät? Na, das gibt ja so Laufbänder. Fahrrad, Laufbänder. Also sind wir im Sportbereich, also im weitesten Sinne. Das ist schön falsch. Wie wäre es denn, ich bin immer bei, Kraftfahrzeugen, und zwar bei Lastkraftfahrzeugen. Vielleicht also LKWs, das, sagen wir dazu. Stadt-Land? Laster halt, genau. Und zwar, Laster. Es gibt, man schaltet... Haben Sie einen Laster? Ja, oh, Herr Balder, ich trinke zum Beispiel Sprudel mit Kohlensäure. Und der redet zu viel. So, und was ist jetzt eine Stadt-Land-Schaltung? Es gibt zwei Schaltungen. Die eine Schaltung wird in der Stadt benutzt. Da kann man die 145 Gänge, die man einlegen kann, benutzen, um von 0 auf 50 zu kommen. Und wenn man dann die Stadt verlässt... Welche Marke ist das? Das ist... Trabi. Ich weiß nicht, ob ich es nennen darf. Doch. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass die Stadt-Land-Schaltung mit Eisenbahn mit diesen kleinen Eisenbahn... Ich wollte gerade sagen, der Herr sieht so aus, als hätte er keine sondern eine Eisenbahn, die rumfährt. Entschuldigung. Ja, ihr sagt du. Entschuldigung, warum sieht das so aus, als wenn eine Eisenbahn da rumfährt? Ja, weil er irgendwie so putzig aussieht. Ja. Modelleisenbahn-mäßig. Ja, was sieht denn an Gerhard Stankiewicz aus Duisburg putzig aus? Ja, überhaupt die ganze Erscheinung. Er scheint mir sehr putzig zu sein. Ein sehr liebevoller Ehemann, das kann die ganze bestimmt bestätigen. Ist er auch putzig? Und vor allen Dingen ist er deswegen so pflegeleicht, weil er dauernd im Keller an seiner Modelleisenbahn rumspielt. Und da hat er eben so kleine Städte aufgebaut, aber auch Berge. Und die Stadt Landschaltung, die ist am Trafo von dieser Eisenbahn. Am Trafo? Ja, natürlich. Trafo. Nein, nennt man das nicht Trafo. So? Trafo. Ah, okay. Ist egal. Ich komme aus Gummersbach. Wir haben Trafo gesagt. Natürlich. Und da ist eben die Stadt-Land-Schaltung, dass wenn die durch die Städte fahren, die Eisenbahn, ist das langsamer, damit die alle winken können. Wer? Und die da Püppchen. Die Püppchen, die Püppchen winken alle. Ja, ja, die hatten haben sie schon mal eine Eisenbahn. Alles gibt bei Mobileisenbahn. Da sind natürlich winkende Kinder am Straßenrand. Aha. Und wenn dann diese Mobileisenbahn einen Berg rauf muss, dann braucht sie mehr Power, damit sie die ganzen kleinen Wägelchen hinter sich ziehen. Gibt es da auch streikende Lokführer? Ja. Kommt drauf an, was der Herr Stankiewicz, ich weiß den Namen nicht mehr. Stankiewicz. Funkerei. Was er da alles spielt. Wenn der Streik spielt, dann ist da Streik. Vielleicht spielt aber auch seine Frau manchmal Streik. So, Schatz, heute ist Streik. Also Modelleisenbahn Funkerei. War sehr schön, aber... Funkerei. Gibt's so, nicht, jetzt kommen wir der Sache mal richtig. Feuerwehr, Polizei und so weiter. Gibt es da nicht... weit weg. Ja, aber normalerweise ist die, hat jetzt die Feuerwehr Köln hat nur eine Stadtschaltung. Wenn die jetzt einen Einsatz haben auf dem Land oder so, die müssen noch mit rausfahren. Gibt es eine Stadt-Land-Schaltung? Wo langsam jetzt? In den Funkgeräten, in den Funkfeldern, die da aufbauen. Mit den Funkgeräten? Mit riesigen Antennen auch. In den Funkgeräten. Sie wissen, was ein Funkgerät ist? Ja. So. Wo sind wir denn? Sind wir bei der Polizei oder bei der Feuerwehr? Naja, das ist ja egal. Die haben ja beide Funk. Ja, können doch bei Hobbyfunkern einfach CB. Hobbyfunker, CB-Funker könnte auch sein, dass man verschiedene, wie heißt denn das? Nicht Funkkreise, sondern Mikrowellen. Nee, wie heißt denn das? Funkwellen, wie sagt man denn da? Frequenz. Also das meine ich. Frequenzbänder einstellt zwischen Stadt und Land.
Ich glaube, wir sind in der Landwirtschaft und es geht um Fahrzeuge, die entweder über Land fahren oder dann später in die Stadt fahren, wenn der Bauer, weiß ich nicht, hinten Heu geladen hat, Eier und Gurken, dann fährt er auf dem Land natürlich ein bisschen gemütlicher und in der Stadt kann er ein bisschen Gas geben. Ich muss der Fairness halber bei Herrn Kessler mal ein bisschen ausharren. So. Es geht nur der Fairness halber. Auf einmal. Damit er mich nicht hinterher zusammenschraubt. Hat es vielleicht was mit Taxifunk zu tun, dass er, wenn er über Land fährt, eine andere Frequenz einstellen muss, um den Taxifunk zu erreichen? Ja, das könnte auch sein. Nein, könnte nicht sein. Es geht um das Telefonieren. Wenn man die Notfallnummer 110 wählt, dann muss ja das Telefon entscheiden, ob es in der Stadt steht oder ob es auf dem Land ist. Und wer muss das entscheiden? Entscheiden, ob es auf dem Land ist. Das Telefon muss das entscheiden. Ja. Und deshalb hat es ein Riechorgan. Wer? Das Telefon. Und wenn es dann riecht, dann ist es auf dem Land. In der Stadt nur eine bestimmte Frequenz einstellen, weil man sonst den Polizeifunk mit drauf hat. Sehr gut. Und deswegen gibt es eine Stadtschaltung, Landschaltung. Ich habe das Wort wieder vergessen. Tut mir leid. Und zwar bei Funkgeräten, bei so Walkie-Talkies. Seid ihr immer noch bei Funkgeräten? Wir sind bei Telefon. Nee. Wir sind bei Telefon. Seid immer noch bei Telefon. Sie nicht der Fairness halber da bei uns verharren? Seid ihr immer noch bei Telefon? Ja. Nee. Funk. Hörgeräte? Seid immer noch bei Funk? Handy. Telefon? Immer noch bei Handys. Ich bin bei Telefon. Immer noch bei Telefon. Ja, ich bin bei Telefon. Ich bin beim Licht vom Auto. Wir stimmen ab. Wer von uns Fünfen ist für Telefon? Wo war man denn vorher? Bei Funk. Bei Funk. Frequenz. Bei Funk. Polizei, Feuerwehr. So. THW. Gutes Thema. Polizei, Feuerwehr, gutes Thema. Ja, vielleicht. Sieht das so ein bisschen aus wie Freiwillige Feuerwehr Duisburg oder so. Vielleicht ist das Martinshorn. Ja, die Sirene hat zwei Lautstärken. Nein, das ist bundesweit gleich. Einmal in der Stadt, da ist es leise, damit es keiner hört und niemanden stört. Nein. Und auf dem Land könnt ihr mal... Und auf dem Land ist es lauter, weil die Jungs ja auch zeigen müssen. Und die Tiere sagen andersrum. Also sind Sie der Meinung, dass es sich um das Martinshorn handelt? Ja. Können wir uns mal die Stadtschaltung mal anhören? Nein! Nein! Stopp! Jetzt hören wir uns mal die Landschaltung. Kressluft. Intervall. Das eine ist elektronisch, das andere ist mit Presse. Das eine ist die Startschaltung, das andere die Landschaltung. Richtige Antwort von heute. Nein! Das ist auch sein Grund. Fast alle modernen Polizeiwagen haben diese Stadt- und Landschaltung. Die Stadtschaltung klingt laut und breit, sodass der Schall von den Häusern zurückgeworfen wird und in der Straße gut zu hören ist. Und bei der Landschaltung, da ist das Tatütata so eingestellt, dass es über weite Entfernung. Herr Balder, darf ich ihm meine Krone schenken? Der ist so süß. Natürlich. Ja. Ich muss das jetzt nur machen. Ja, genau. eBay, ne? Gerhard. eBay einsetzen, 2 Jahre warten, mindestens 1.000er. Ja. Ja, so kommt da kriegen Sie locker 500 Tocken für, auf natürlich. Jeden Fall. Außerdem wird Cindy die nachher zurückkaufen wollen, glaube ich. Nein. So, schade, kein Geld, aber dafür nächste Frage. Stefan Ley wohnt in Riegelsberg, das liegt im Saarland. Und Stefan Ley möchte wissen, was ist eine Löcherwanderung? So, Herr Hohecker. Eine Löcherwanderung ist vielleicht ein Holzwurm. Der Holzwurm an sich muss ja erstmal Löcher vorbohren in einem alten Schrank. Und dann gibt es vielleicht die kleinen Kinder, die nehmen die vorgebohrten Wege und wandern in den Löchern der Eltern, knabbern dann mal links, mal rechts, sich so die Backen voll mit leckerem Holz, müssen aber, weil die Kiefer auch noch nicht so stark ausgebildet sind bei den kleinen Holzwürmern, nicht selber die Löcher machen. Und das nennt man eben, wenn der Nachwuchs bei einem Holzwurm da durchläuft, nennt man das eine Löcherwanderung. Wo haben Sie das gesehen? Im Kinderkanal? Ich glaube, die Löcherwanderung findet in Schottland statt. Loch Ness, Loch Lomond und dann geht man einmal rum. Ach so. Nein, ich glaube, das findet auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan statt. Im Grunde ein Schweizer Käse, unterirdisch gesehen, weil alles so durchlöchert ist. Es gibt unterirdische kleine Seen und Flüsse und da kann man auch von Loch zu Loch
Wandern und das ist eine Löcherwanderung. Was ist denn, wenn... Ach, in Schottland hat er das gerade gesagt? Ja, ja. Fällt jetzt nur was Unanständiges ein, natürlich wieder. Ich glaube ja, dass... Oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, eine Sekunde, er wollte was Unanständiges sagen. Wenn Fatih abends in den Sperrbezirk geht, dann ist... Nee, das ist nicht... Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nein, das wollen wir nicht vertiefen. Ich habe gesagt, Loch und Loch... Ah, okay. Ja, okay. Vielleicht hat das was mit dem Jarten zu tun, wenn er einen großen Jarten hat und die Maulwölfe. Die mehr als ein Maulwurf. Oder sag einfach Mundschmiss, das klingt nicht so streng. Die machen ja vielleicht auch mal Löcher und Berge und dann geht der Gärtner da lang und guckt und hat die Löcherwanderung. Ja, also... Löcherwanderung. Klingt plausibel. Um zu gucken, also wie sind wir in der Schädlingsbekämpfung Wo sind wir? In der Schädlingsbekämpfung. In der Schädlingsbekämpfung, eher nein. Ich bin im Tierreich. Oh ja. Ich bin an der und zwar die Löcherwanderung, ein Raubtier, was in der Erde befindliche Jungtiere jagt. Zum Beispiel welches Tier? Ein Dachs. Welches Tier? Zum Beispiel ein Fuchs, ein Dachs oder auch ein Elefant. Das sind halt große Löcher und das, ist nicht so erfolgreich, dass er vom Aussterben bedroht ist. Auf jeden Fall... Kann ich das kurz zu Ende sagen und dann möchte ich wieder Kronen verteilen? Soll ich inzwischen zum Synchronschwimmen gehen oder dauert ja noch einen Moment? Und, dann mein Badeanzug rein. Ich finde Synchronschwimmen gut. Sie dürfen sich nicht wundern, die übt doch alleine zu Hause die Laola-Welle. Also ja. Zur Servus-Schnelle. Ja. Beim Synchronschwimmen gucke ich immer nur zu, weil ich warte, dass einer ertrinkt und die anderen auch absaufen müssen. Okay. Nee, es wird sehr lustig. Also los, weiter. Wo waren wir? Bei einem Tier. Bei welchem? Ein Raubtier, was Jungtiere, die in Höhe von Hasen oder so dergleichen jagt. Eine Löcherwanderung ist, wenn der von einem Loch ins nächste geht, um dort etwas zum Fressen zu finden. Ganz kurz. Bitte? Das hat entweder was mit der Mondkraterlandschaft zu tun. Ja, irgendwas Vulkane. So Vulkane, Abwanderungen, bla bla bla. Oder? Dass die Leute sich irgendwelche Löcher angucken. Oder? Oder dass das... Besuch an der Käsetheke. Nein, nicht Käsetheke. Doch, Käsetheke. Wenn man auf der Suche, man hat gestern abends Schweizer Käse. Ich habe an Löcher gedacht. Sucht wie wäre es denn, wenn wir im Tierreich sein sollten... Sind wir vielleicht bei Motten? Denn ich bin bei Textilien. Ich bin bei Löcherwanderung. Also wenn irgendwie wenn Maschen von Loch zu Loch wandern, also in der Strumpfhose Wer oder... Wer wandert wohin? Ja, die Motte. Die Motte wandert von Loch zu Loch. Ja. Die frisst ja. Die Motten sind auf also Löcherwanderung. Wir sind bestimmt in der Tierwelt. Wir sind auch durchaus beim Fuchs und Bau und beim Hasenbau. Und wenn ein Tier zu viele, wenn der Wurf zu groß war, hat zu viele Nachkommen, muss ein oder zwei Kinder irgendwie abgeben, dann geht der Fuchs mit den vielen verschiedenen Kindern von Loch zu Loch und sagt, hallo, könntet ihr einen Fuchs von mir aufnehmen? Es ist so eng bei mir, wir kommen nicht klar, mein Mann ist abgehauen. André M., naja. Ich hab's, wir sind natürlich in der Zahnmedizin. Natürlich. Hallo, Karies. Klar. Der Zahnarzt spricht bei Karies von Löcherwanderung. Geht immer weil sich das Karies bauen und so was, aber es steckt sich ja gegenseitig an, wenn man es nicht behandeln lässt. Da spricht der Zahnarzt von Löcherwanderung. Sind wir in der Medizin? Ich glaube ja, und zwar ist das eine Untersuchung, wo der Arzt in alle Löcher einmal reinguckt. Ich krieg diese Bilder nie mehr aus dem Kopf. Welche Frage, sind wir denn jetzt in der Tierwelt? Die Frage war... Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt Tierwelt einmal und wir haben Medizin. Wie lange dauert denn so eine Untersuchung? Das kommt ganz drauf an, wie tief... Also... Wie viele Löcher man hat. Wie intensiv die Untersuchung ist. Vielleicht gibt es die große und die kleine Löcherwanderung. Einmal nur Gesicht und dann auch noch mit Ohren. Ach, gibt's sowas auch? Arsch mit Ohren. Also wir haben jetzt zur Verfügung einmal Tierwelt und einmal Medizin. Medizin, nicht? Also Medizin generell, okay. Medizin generell. Und Sie entscheiden sich für? Ich entscheide mich gar nicht, meine Damen und Herren. Sie können jetzt zu Hause ein bisschen überlegen. Vielleicht wissen Sie es. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, wir sind immer noch bei der Frage von Stefan Lai. Was ist eine Löcherwanderung? Wir mussten uns entscheiden, Medizin oder Tierwelt. Was glaubt ihr ehrlich? Wir glauben Geografie. Geografie. Tektonik. Tektonik, Verschiebung. Jetzt hätte ich eine Antwort anzubieten. Ist alles drei falsch. Ah, ja. Dann sind wir in der Pflanzenwelt. Ah. Oh. So.
Das ist was ganz Neues. Die Löcherwanderung. Es gibt vielleicht einen bestimmten Parasiten, der ein Loch in ein Blatt hinein beißt. Im Laufe des Wachstums des Blattes verschiebt sich das Loch, bis es irgendwann vorne runterfällt und auf dem Boden zerschellt. Ja, sehr gut. Wie heißt denn das Tier? Das ist die Lochratte. Das ist ein kleiner Wurm. Lochratte. Jetzt ist Remy aufgeregt. Ja, genau. Das ist die Lochratte, gehört zur Familie der Schnecken und ist ein kleiner Wurm. Ich glaube ja, dass wir in der Autoindustrie sind und in der Autoindustrie wird anhand der Lochwanderung festgestellt, wie der Rost wandert. Ah ja. Ja, das leuchtet ein. Wir sind beim Handwerk. Das leuchtet ein. Lochfraß, finde ich gut. Lochfraß, Burgi oder wie hieß es? Wir sind bei metallverarbeitender Industrie, wir sind bei Schwermetallen, bei Eisen, bei Gusseisen. Bei Gussbackus. Da wo... Guss. Psychologie. Schwer depressive Menschen fallen in ein Loch. Wir sind im Weltall. Lochwanderung, schwarze Löcher. Wir sind im Weltall. Astronomie. Astronomie, schwarze Löcher wandern. Wo genau? Ach nee, im Andromeda-Nebel. Sie wollen mich doch wieder nur auf die falsche Fährte locken. Richtig. Das ist auch falsch. Ich sag's euch mal. Nee. Oh, ja. Ihr seid so weit weg. Hat das mit Straßenbelag zu tun? Auch gut. Straßenbelag, weiß ich nicht. Oh, das Wort darf ich nicht sagen. Autobahn? Ich sag's einfach. Der war von mir sehr intellektuell. Ja. Ja. Und die Löcher, die vielleicht auf der Autobahn irgendwie, wie die sich so entwickeln, wie lange hält der Teer, weiß ich auch nicht. Also ich sag's euch mal. Ihr seid ja ganz nah dran gewesen, aber ihr könnt nicht. Wir sind in der Elektrotechnik. Also ich erkläre es euch mal so einfach wie möglich. Stellt euch mal einen Stromleiter vor, kann man sich vorstellen, der wie so eine Perlenkette aussieht. Kann man sich vorstellen. Nicht? Und die aufgereihten Perlen, das sind die Elektronen, die den Strom weiterleiten. Und aus Gründen, die ich jetzt hier nicht vertiefen möchte, werden Stromleiter gebaut, die nicht bis zum Anschlag mit Elektronen vollbepackt sind, so wie wenn auf der Perlenkette mal eine Perle fehlen soll. So sehen die nun mal aus. Und an diesen Stellen sind Löcher. Klar. Bei Stromfluss springt nun ein Elektron in ein Loch, um den ungehinderten Stromfluss zu gewährleisten. An die nun freie Stelle des gesprungenen Elektrons springt ein anderes und so weiter und so weiter. Ja, verstehen wir. Die Löcher in unserer Perlenkette wandern also von einer Stelle zur nächsten. Daher sagt der Fachmann Löcherwanderung. Stefan Ley aus Riegelsberg, 500 Euro für Sie. Gratulation. Immer wieder schön, ein bisschen Geld auszugeben, glauben Sie es mir. Ich glaube, dass Sie das jetzt wirklich ganz ernsthaft extra genommen haben, weil wir so einen guten Lauf hatten. Ja, natürlich. Und der musste auf die Antwort, konnten wir nicht. Doch, da kann man drauf kommen, wenn man ein bisschen überlegt. Wenn man ein bisschen Physik studiert hat, Herr Wir fallen aber jetzt in kein Loch. Also ich hab's gewusst. Nein! Ich wusste auch das, was ich jetzt sage. Ach. Ehrlich jetzt, ohne Quatsch, Herr Ball. Ohne Quatsch. Hast du selber eingeschickt. Ohne Quatsch. Sie wussten das wirklich? Ja, ich habe es selber eingeschickt. Ich nenne mich jetzt Margret Wieder und wohne in Zürich. Margret! Das ist mein Name. Eben hieß er noch André M. Das stimmt nicht ganz, ich bin die Frau. Okay, Margret Wieder aus Zürich möchte wissen, was ist ein Münzenfänger? Münzen oder Mützen? Das ist Münzen. Doch ganz einfach. Ein Münzenfänger, ein Schmetterling. Mit N. Am Trevi-Brunnen in Dings, in Rom, die Touristen sollen die Münzen nicht mehr über die Schulter schmeißen. Und da gibt es so einen Italiener, der muss immer mit dem Netz und so, ancora una, ancora una. Und der fängt die Münzen. Mensch, ist die Zeit schnell vergangen, die Show ist schon vorbei. Luigi, ne? Luigi. Das ist einfach der Einlassschlitz an Automaten. Nein, das heißt Einlassschlitz. Vielleicht spricht ja der Hutmacher an sich von einem Münzenfänger. Wer? Der Hutmacher an sich. Denn wir wissen ja doch, dass gerne der Stehgeiger oder auch der Bettler wegen mir gerne seinen Hut hinlegt auf die Straße. Und wenn dem Hutmacher an sich ein Hut völlig misslungen ist, ja, verbeult ist, sagt er, ach, was sagt man in Österreich? Okay. Zürich. Hoch. Er ist mir völlig daneben gegangen, oder? Er ist nur
wirklich als Münzenfänger. Hutmachersprache, Herr Balder. Ich glaube, dass der Münzenfänger das Gerät ist in der Bank, falsche Münzen aussortiert. Wenn die irgendwo gezählt werden, dass der die falschen Münzen. Gibt's sowas? Fängt. Ja, natürlich. Ja? Ja. Nennt man Münzenfänger, ja. Münzenfänger. Oder Münz. Das ist vielleicht eine lustige Umschreibung für Finanzbeamte aus dem Finanzamt. Da kommen wieder die Münzenfänger. Ja. In der Schweiz. Aber ich glaube, da wäre doch Scheinefänger besser als Münzenfänger. Ja. Zwei Vorschläge. Der eine Vorschlag, bei einem Portemonnaie gibt es ja... Gleich der zweite. Sehr gut. Der Korb unter einem... Eventuell noch ein dritter? Walter, Sie wissen, ich habe extra so angefangen, dass Sie gar nicht wissen können, wovon ich rede. Okay, reden will. Zweiter nochmal. Gullideckel. Jetzt aber ein dritter. Gulli. Nein, aber wenn man so einen Fußabtreter hat vorm Hotel, wo so Gitter ist, wo Münzen reinfallen, so, die dann aufgefangen werden. Finde ich gut. Wenn der jetzt ja sagt, dann war mein zweiter Vorschlag. Moment, aber das ist falsch. Aber Teppich, so ein Münzenfänger, so ein... Wenn er jetzt sagt, ist richtig, krieg einen Orgasmus, dann trägt durch. Ich weiß es. Fallen denn aber raus, bin ich aber dann dabei. Aufgefangen werden. Wo fallen denn... Das ist die Frage. Oder wo fallen Sie rein? Security. Nein, den Münzenfänger. Flughafen. Ein Gitterrost. Ein Gitterrost, wo die so rüberlaufen. Ein Sieb. Am Münzen. Strand. Manchmal suchen doch in Menschen der Badeanstalt nach Münzen. Mit dieser Brachen. Im Meer, wenn die irgendwo zum Tauchen irgendwelche Schätze oder haben die da Münzenfänger, legen die da aus, wenn die irgendwas sprengen. Pass auf, jetzt geht's los. Das wird ein Schiff gesprengt, unten was mal versunken war, dann fliegt das in die Luft und dann verteilen die Münzenfänger und da werden die Münzen eingesammelt. Damit alles nicht. Wenn du ein versunkenes Schiff sprengst, fliegt das ins Wasser. Mehr finde ich ja, gut. Ja, aber dann müssen die alle abtauchen und so haben sie es eingegrenzt und haben den Münzenfänger da so. Ist der Münzenfänger ein Fisch? Also wenn es kein Schmetterling ist, ist es ein Fisch? Jetzt fehlt noch Kaninchen, dann haben wir alles durch. Das ist bestimmt was ganz Simples. Was ganz Simples ist an das. An Bahnhöfen oder irgendwelchen... Es ist ein bisschen komplizierter. Ach. Finde ich. Also für viele. Aber Sie hätten es gewusst. Ne? Hat ich wusste es, natürlich. Ich weiß alles, was ja, wenn's gerade. Hat es damit zu tun, dass jetzt Münzen aufgefangen werden durch eine, also der Münzfänger ist eine bestimmte Vorrichtung, wo Münzen reinfallen und aufgefangen werden. Sonst würde er ja nicht so heiß, sonst würde er Kartoffeln. Nee, ich glaube eher, dass es eine Maschine ist oder ein Behältnis, das nicht für Münzen vorgesehen ist. Und es filtert die Münzen raus. Denn es fliegt irgendwas anderes rein. Was könnte das sein? Schlüssel. Wäsche in der Waschmaschine. Es kann auch was anderes. Ist nicht nur Münzen. Kann auch was anderes sein. Metall? Eine Trockner, finde ich ist super. Es in der Reinigungsfirma, dass da Münzen dann aussortiert werden, wie so ein Flusensieb und dass es ein Münzenfänger ist? Eher nicht. Security, so ein Security-Check. Sind wir in Las Vegas? Sind wir in der Spielhalle? Casino. So darf ich es euch zeigen? Oh ja. Nee, dann haben wir es in der Tasche, ne? Wir haben aber leider keine Zeit mehr. Ist ja egal, wir machen jetzt. Aber wir werden so unter Druck. Wenn wir es sehen, wissen wir dann, was es ist? Wenn ihr es seht, wisst ihr es auch nicht. Xabel, darf ich mal bitte um den Münzenfänger bitten? Oh, hab ich doch gesagt. Das ist ja. Nein. Das ab, doch. Was ist das denn? Oh nein, für den Hals, Nasen, Ohren. Richtig. Nein. Herr Hoeker macht das vor. Also. Das ist ein Gerät, wie es heute benutzt wird. Der Ausdruck Münzenfänger stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, weil kleine Kinder gerne Münzen verschluckt haben. Heute wird mit diesem Gerät eigentlich alles rausgeholt, was kleine Kinder verschlucken, von Lego-Bausteinen bis zu Münzen. Es funktioniert ganz einfach. Es kommt wirklich durch die Speiseröhre. Ist ja riesig. Nur ist gut. Und dann ist hier vorne so eine kleine Kamera dran, ein kleines Teleskop. Und dann kann man das hier raufschieben und dann kommt der Münzenfänger raus. Was ist denn da vorne? Das ist ein kleines ja, so ein Dreieck, so ein Fangnetz. Und aber da holt dann so der Arzt den Gegenstand, den das kleine Kind verschluckt hat. Und zieht ihn wieder raus. Also das auch ein Kirschkern, eine Murmel. Ach komm. Das ist ein Münzen. Aber liebe Kinder, nicht, dass ihr jetzt meint, ihr müsst nicht jetzt nachmachen. Alles verschlucken, nein, nur damit ihr mal in den Genuss von so einem Münzenfänger kommt. Bitte also, nicht. Margit wieder aus Zürich, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Dankeschön. In der Hoffnung, dass wir alle nie einen Münzenfänger brauchen werden in unserem Leben. Nicht? Es gibt ja schon Leute, die können ja auch keine Tabletten essen, wenn sie zu groß sind.
Nicht? Das ist ja dann auch, dann bleibt das irgendwo auch hängen. Dann ich kommt kann auch alles so ein Schlund. Aber jetzt geht's ja, dann kommt der Münzenfänger herab, hier rein, raus und weg. Okay, genau, kann man damit auch Tabletten reinkriegen? Ja, kann man auch. Andersrum. Andersrum drücken. Ja, ihr Lieben, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut und ich fand's sehr nett. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Das war's für heute. Bis dann. Tschüss.